Hi Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Ich befinde mich hier auf dem Rastplatz Maruna nahe des Wedi-Rock-Tunnels. Hier steht eine Investruine auf dem Grundstück der HAC, welche Opfer kroatischer Bürokratie wurde. Hierzu gibt es Stapel von Gerichtsakten, Steuerbescheiden, Treuhandangelegenheiten, Zugeständnissen und viele, viele Schulden. Die Geschichte der Misserfolge ist ziemlich komplex. Mladen Nekic, auch genannt König des Schinkens, investierte hier. Finanziert wurde das Projekt mit 22,4 Millionen Kuna. 2009 übernahm Jasen Vermögenswerte von 28 Millionen Kuna, aber auch mit Verbindlichkeiten in gleicher Höhe. 2010 war man wieder insolvent. Bis 2015 soll wohl die Gaststätte noch in Betrieb gewesen sein. Seither verfällt jetzt das Gebäude und wird Opfer von Vandalismus. Schade eigentlich. Während in der Gaststätte Gäste bewirtet wurden, befand sich der Komplex des Hotels nur im Rohbau und wurde eigentlich nie fertiggestellt. Ja, das war's eigentlich schon. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Vielleicht abonniert ihr ja meinen Kanal. Ansonsten dann bis zum nächsten Mal. Ciao.